Knochenbrechmodus, okay? Ich werde mir alle meine Knochen brechen. Aha. Du wirst ja alle deine Knochen brechen. Und am Ende gucken wir. Ich werde alle deine Knochen brechen. Wer der erfolgreichere Brecher von uns beiden ist. Oh mein Gott, man fliegt richtig hoch. Ich würde sagen, wir teleportieren uns einmal hier zum Spiel. Zoom. Auf diesen Berg. Hallo, herzlich willkommen. Ah ja, da sind wir auch schon. Bist du bereit, dir alle Knochen zu brechen? Ich breche mir mehr als du, garantiert. Okay, okay. Die Wette gilt. Ich muss wahrscheinlich richtig schön aufdotzen. Oh, dagegen die Fässer. Das sieht gut aus. Oh, hier links die Klippe runter. Okay, ich spring hier. Oh. Wie mache ich das jetzt runter? Jetzt, let's okay. Go. Let's go. Eins. Oh, yeah. 10 verstaucht. 3 ausgerenkt. Mann. Oh ja. Warte, bist du nur einer gebrochen? Leute, was ist das denn hier? Nein. Fall. Rutsch. Nein. Oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Knochenbrecher. Ich habe mir meinen rechten Knöchel gebrochen. Oh mein Gott, mehr nicht? Nein. Das ist halt so peinlich. Heftig. Okay, Wiederholung. Ich gehe wieder auf den Berg. Ich muss sagen, ich habe mir 59 Knochen. 59? In einem, ja. Was? Yeah, nein. Let's go. Okay, das ist ja ein Witz. Okay, ich versuch's nochmal. Hier weiter links. Ja, das sieht besser aus. Oh ja, das ist besser. Direkt 9 gebrochen. Hältst du später tiefer? Oh ja, 11 nochmal. Yeah. Wenn ich jetzt hier mit genug Momentum über die Klippe... Ja, dann falle ich nämlich noch weiter runter. Woo! Oh, okay. Verstaucht habe ich mir echt viel gebrochen, noch nicht so. 17. 10, okay. 18. Vielleicht gehen wir mal ein Stück weiter. Aber mit 18 gebrochenen ist es gar nicht schlecht. Wir könnten mal von hier springen, weißt du? Warte, von wo bist du? Dass wir von hier einfach mal runterspringen. Dass wir von rechts? Okay. Aber was ist, wenn wir weiter höher klettern? Denkst du, wir können? Das kommt mit der Zeit. Da kommt man höher. Ah, okay. Aber du kannst mal, also ich habe schon einiges gebrochen jetzt hier. Oh, das ist ein guter. Jetzt viele. 7, 8. Wie hast du denn 59 gebrochen? Keine Ahnung. Ist ja halt wirklich, was ich mich frage. 580 verstaucht. 580? Ey, du bist sehr viel besser da drin als ich. Ich habe 12 gebrochen, 146 verstaucht. Na, das ist aber auch schon und viel. Und 6 ausgerenkt. Wie viele Knochen hast du dir im echten Leben schon gebrochen? Ich habe einmal mit meinem kleinen Finger gebrochen. Nein, und nicht der kleine Finger. Doch. Und ich glaube, ich habe mir mal einen kleinen Zeh gebrochen, aber da war ich nicht beim Arzt mit. Oh. Weil ich gedacht habe, ganz ehrlich, dann soll der halt wieder heilen. Wenn er ein bisschen schief zusammenwächst, ist es mir auch egal. Der war davor schon schief und dann habe ich gedacht, na gut. Vielleicht wächst er jetzt gerade. Ich habe nichts zu verlieren. Ich glaube auch mal gehört zu haben, dass wenn man sich seine Fußzehen bricht, die da eh nichts gegen machen können. Nichts, nee. Okay, ich habe jetzt hier übrigens ein neues Loch für mich erschlossen. Ich glaube, das ist tatsächlich, wo ich mir die meisten Knochen brechen werde bisher. Hier kann man rechts, wenn man diesen Berg langläuft, wenn man sich da runter... Oh ja. Oh ja. Oh, durch den Baum. Schön. Ah, ich brauche halt mehr Abprallungen, ist, glaube ich, mein Problem. 25.000 Geld brauchen wir. 25.000? Können wir auf die nächste Stage. Ja, ja. Okay, dann lass uns mal ein paar Knochen brechen und ein bisschen Geld verdienen hier. Ja. Warum werden wir eigentlich dafür bezahlt, uns die Knochen zu brechen? Es ist ein fragwürdiger Beruf, den wir hier ausüben. Das ist auf jeden Fall, weiß ich nicht. Oh mein Gott, easy. 90. Ja. Oh, 90 gebrochen? 90 gebrochen. 93, ich bin noch nicht fertig. 95. No. Oh, ich bin in das TNT nämlich reingelaufen. 95! Oh, hat das Geld gebracht. Ich habe gerade 9.000 verdient damit. Okay, die Fässer sind jetzt halt weg, aber ich springe ins Feuer rein. Oh ja. Ich glaube, das wird richtig gut. 13, 14, 17. Hier weiter geht's. Okay. Oh, ich glaube, ich habe langsam wirklich den Dreh raus. Wie man sich richtig schön auch mal was bricht. Okay, irgendwie verdiene ich gerade nur richtig wenig. Warum? Warum habe ich so wenig? Ich auch. Vielleicht, wenn ich mich mal hier hinten die Lawine 23. runterstürze. Nee, 27.000. 27? What? 27.000. Das heißt, ich kann auf die nächste Stufe. Okay. Ich glaube, ich verdiene hier auch genug jetzt in der Runde. 22? Nicht. Wie kriegt man dafür? Nur 1.000? Ihr wollt mich doch veralbern. Ich werde hier unterbezahlt.
Also für die Risiken, die ich hier mit meinem Beruf eingehe, sage ich dir ganz ehrlich. Finde ich persönlich. Und so schnell heilen die Knochen jetzt auch. Weil für einen Tausender breche ich mir ungern 50 Knochen. Also, so ist ja nicht. Also, oh, ich glaube, ich rolle aufs nächste TNT-Fass zu. Oh, das war richtig gut. Ich bin ins erste TNT-Fass geflogen, dann bin ich zurück und dann bin ich ins zweite TNT-Fass geflogen. Das ist gut. Das ist gut, das sind 500 Verstauchte. Ja, das ist genug. Ich bin jetzt auch reich genug. So, wie kommt man auf die nächste Stufe? Die musst du kaufen. Und zwar klickst du auf Stufen. Geschäfte wahrscheinlich? Stufen? Ja, links Stufen und dann musst du auf die Lawine. Ah, wir sind A1 Lawine waren wir. Gehen wir jetzt auf A2 Lawine? Genau. Okay. Und was kostet das da? Erdrutsch? Oh, wir können auch vom Erdrutsch starten. Erdrutsch und Tal sind auch umsonst. Ach, tatsächlich? Warte, ich flog mich hier mal auch vom Erdrutsch da. Mal kurz runter. Okay, ich gehe in die andere Richtung. Aber der ist nicht so gut. Ich glaube halt mit einem Erdrutsch, da ist man... Hat man halt nicht diese Steinkanten, ne? Ja, nee, das war ein bisschen langweilig. Ich bleib hier auch gerade liegen. Das war nix. Das war nichts. Okay, warte. Können wir uns vielleicht Upgrades kaufen, dass wir mehr Schaden nehmen in der Lobby? Das ist eine sehr gute Idee. Die Erhöhung der Gleitfähigkeit verbessert, wie gut du deinen Körper in der Luft mit WASD kontrollieren kannst. Da habe ich jetzt mal einen Levelpunkt reingesteckt. Weil wir sind, ich bin jetzt schon Level 2, das heißt, ich habe einen Levelpunkt. Aber wo bist du? Machst du das? Ich bin bei Shop aufwerten und dann gibt es Versorgungsunternen, Levels und Fähigkeiten. Und ich habe bei Fähigkeiten. Ach, beim Laden, bei Shop? Ja, bei Upgrades. Bei Upgrades. Ja, okay, und dann Versorgungsuntern, Levels, Fähigkeiten, Enhancements. Ah ja. Und ich habe jetzt Fähigkeiten. Habe ich 2 hochgelevelt. Ich habe jetzt die Aerodynamikfähigkeit. Dann kann ich schnell durch die Luft fliegen. Und ich kann ein bisschen besser steuern. Ich glaube, das Steuern wäre halt wichtig. Okay, dann lass mich mal auf Stufe 2, Lawine 2. Alright. Ah, da bist du auch schon. Hallöchen. Du hast eine 3 über dir, was die bedeutet. Level 3. Du bist Level 3. Ich bin bald Level 3. Okay. Ich spring, glaube ich, hier lang. Ich stehe hier rechts runter. Okay, let's go. Ich kann jetzt hier ein bisschen steuern. Hals- und Beinbruch wünsche ich dir. Im wahrsten Sinne des Wortes, hä? Oh yeah. Oh, das war ein guter. Ja, war gut? Ja. Oh, ich dachte, ich fliege in dieses eine Loch rein. Sag ich dir ganz ehrlich. Oh, ja, voll auf die TNT-Fässer zu. Ja! Oh, ich glaube an dich. Oh mein Gott, ich bin so ein guter Brecher. 2,50. No way! Doch! Das ist gut. Das ist richtig gut. Warte, mein Rekord ist 95, ne? Heftig. Was ist dein Rekord? Du bist mal in einem Roblox-Spiel einfach besser als ich. Das ist ohne Mist. Ist das so ein Achievement für mich? Weil das ist das erste Roblox-Spiel in meinem Leben, wo ich besser bin als du. Ich hab sonst einfach in jedem, in Obbys, in den Stories. Ich verliere die ganze Zeit. Ich sterbe auch ständig. Ich habe das Gefühl, alles auch so, sagen wir mal, ein Rainbow Friends oder so. Ich brauche da voll deine Unterstützung, weil ich selber sonst einfach sterben würde die ganze Zeit. Es ist unfassbar. Ich laufe übrigens jetzt auf diesen Vorsprung, falls sich jemand fragt, was ich hier vorhabe. Hier im Knochenbrechsimulator? Ungeahnte Talente. Das ist eine Sache, die du richtig gut kannst. Ungeahnte Talente, ich sag's dir. Ich kann das richtig gut. Es liegt mir im Blut. Als wäre ich dafür gemacht, mir meine Knochen zu brechen. Hier, Vorsprung. Ich glaube, das bist du auch. Ey, wenn das kein guter wird, ich weiß auch nicht, dann verliere ich den Glauben. Oh mein Gott, nein, das ist rutschig. Okay, na gut. No. Ist ein guter Start, denke ich. Es geht hier auch dann weiter, die Lawine runter. Ja, oh, okay, klasse. Jetzt schön hier auf diesen Eisweg. Au. Als ob ich mir da nur 8 gebrochen habe. Das ist ein bisschen schwach. Wir haben aber auch eine Fähigkeit, ne? Wie, wir haben Fähigkeiten? Ja, mit Shift. Also damit kannst du höher fliegen, glaube ich. Was? Am Anfang. Ja, ich glaube schon. Okay. Warte, du hast recht. Okay, 3, 2 und Shift. Warte, oh mein Gott, man fliegt richtig hoch. Ja. What? Okay. Let's go. Oh, 14 direkt für den Start. Direkt. Ja, nice. Hier rechts. Bam. Schön gegen die Kante. Der nächste Kante. Zack. Noch eine mitgenommen. Oh, der Tunnel ist gut. Der Tunnel ist richtig gut. Als ob du da schon warst.
Heftig. 58. 16 Flips. Habe ich gerade gesehen. Es gibt noch eine Einheit. Es gibt noch Flips. Ah, okay. Ich shifte nochmal hoch. 1, 2, 3. Ich gehe hier so ein bisschen nach rechts. Oh, da sind so antike Pyramiden. Vielleicht kann ich in die Richtung fliegen. Vielleicht. 14 Flips. Hast du viele Flips? Doppelflip. 14. Oh, bonk. Doppelflip. Nein, nein, ich will ins TNT. Ah, so wird es doch nichts. Amateur. Ach, das war nicht gut. Muss man mit viel Geschwindigkeit irgendwo draufknallen? Ist das das Ding? Nee, habe ich schon versucht. Hast du schon versucht? Bringt nichts. Ich also muss, glaube ich, möglichst viel. Ich würde halt gern über 100 kommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Warte, ich shifte nochmal hoch. Ein bisschen trainieren. Und dann fliege ich die Lawine hoch, damit ich von weiter oben starten kann. Ist mein Plan. Das ist smart. Ja, und dann über unseren normalen Start. Das sind nämlich schon mal 6 extra Knochen, die ich mir hier reinbreche. Jetzt hier schön gegen die Kante. Oh ja. Nächste Kante mitnehmen und jetzt auf diese TNT-Fässer zusteuern. Nein, ich bin direkt dran vorbeigesteuert. Ah. Aber 18 Flips. Und ich denke, das ist halt auch irgendwo was wert. 60.000 kostet das nächste. Okay. Oh mein Gott, 60.000? 60.000. Wie viel hast du? Ich hab 30.000. Oh, wir können... Ah nee, Erdrutsch 2 kostet 100.000. Was kostet Teil 2? 80.000? Okay, die anderen Sachen kann man sich alle nicht leisten. Die sind gottlos teuer. What? Aber es gibt richtig viel. Guck mal hier. Schlucht 1. Erfordert Stufe S1. Keine Ahnung, was das heißt. Ist mir auch völlig egal. Ich kann es mir eh nicht leisten. Hier. Gesperrt. Pyroklastischer Fluss. Gesperrt. Berg 1. Lord. Oh mein Gott, es gibt so viel. Ho. What? Ey, wenn du hier wirklich bereit bist, viel, viel Zeit im Knochenbrecher-Simulator 5 zu verbringen, da kannst du ganz, ganz dolle Dinge machen. Ich mach das lieber im Real Life. Versunkene Stadt 3, 4. Oh, Erdrutsch, okay. Oh mein Gott, okay, das ist ein bisschen wild. Aber ich glaube, wir bleiben mal bei Lawine 2, weil der Rest ist mir halt einfach viel zu teuer. Ich kann mir da gar nichts leisten. Feuermoment. Okay, ich will halt auf 100 Knochen kommen, weißt du? Ja, ja, klar. Weil, also, sonst ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. So, ich flieg nochmal hoch. Hier. Ich habe einen guten Run, es könnten 100 werden. Oh, wirklich? Ja, ja, ich habe schon 90. Ich hätte gerne einen Fotobeweis, möchte ich nur mal anmerken. So, jetzt. Echt jetzt? Ja. Hier, ah, das Ding ist, ins Loch ist eigentlich gar nicht gut, wenn man da reinkommt. 108! 108! Let's go! 108! Ist das echt ein Fotobeweis? Nein, ich glaube dir. Ich glaube, du würdest mich nicht anlügen. 321 Verstauchungen, 7 Verschiebungen, neuer Rekord. Ey, das ist schon krass. Okay, ich für 50.000 Geld was kaufen. 50.000 hast du? Ja. Ja klar, ich meine, wer sich über 100 Knochen auch mal bricht, der wird auch gut ausgezahlt dafür, nehme ich an. Ja, das, natürlich. Das lassen die sich nicht entgehen. Warte, 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 flieg über die nächste Kante, bitte. Ja. Jetzt nochmal runter. Jetzt ins TNT. Ja, der andere hat es nicht erwischt. Nein! Ich bin so schlecht im TNT-Treffen. So rum. Mann. Ach, Mann. Voll schade. Mhm. Aber weißt du, was ich jetzt habe? Ja. Ich habe einen S-Sprains-Trank. Und den habe ich jetzt aktiviert. Ich weiß nicht, was der macht. Aber ich denke, der wird jetzt... Also, der wird das Knochenbrechen-Level auf ein ganz, ganz neues Niveau anheben. Okay, das ist mein letzter Sprung. Ich werde jetzt so viele Knochen brechen, wie irgendwie Menschen möglich. Okay, ich habe meistens von rechts gestartet, aber ich glaube, von links ist ein bisschen besser. Das heißt, hier hoch, dann shiften wir, fliegen hoch. Okay, ich mach mit. Okay. Und ich würde halt gern auf dieser Kante starten. Boah, das wäre heftig. Oh, ich habe es nicht hingekriegt, schade. Ihr macht nichts. Okay, schon mal 23 drin. Im Tank. 31. Let's go. Promising. Ja. Jetzt halt links auf das TNT muss ich. Ich kann nicht reden. Ja! Oh, ich hab's erwischt. Woo! Oh, hier ist noch mehr TNT. Nein, als ob ich da nicht hinkomme. 62. Wie viel hast du? 87. Okay, du bist der Gewinner. Du konntest es nicht haben, dass ich mal in einem Spiel... Hey, ich hatte nur Glück gerade. Aber du bist auf 108 gekommen. Ich war schlechter. Ich habe nur 95. Na gut. Aber wir haben es trotzdem richtig gut. Ja, es ist, ich denke, es ist auch überdurchschnittlich.
Ich weiß nicht, was der Durchschnitt ist. Oh, ja. Okay, es gibt so Quests. Du musst 1403 Knochen brechen auf der Lawine. Okay, davon habe ich halt noch nicht so viel erreicht. Naja gut, ich denke, wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben fleißig Knochen gebrochen. Falls ihr das Spiel auch mal gespielt habt, schreibt gerne mal euren Rekord in die Kommentare, ob ihr besser seid als Easy oder eine auch... Milliarde. Eine Milliarde. Besser als ich. Brauchst du Beweis? Alright, dann war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Schaut bei der Easy vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!